Ort. Laufen Larissa Thomae ist heute auch vor Ort in Hoffenheim. Sag mal, wir haben es gerade eben von den Vorzeichen gehabt. Sind die denn auch so klar, wie sie zumindest von außen betrachtet auf dem Papier scheinen? Ja, also die Wolfsburgerinnen, die gehen hier ganz klar als Favorit in die Partie. Aber Stefan Lerch, der hatte im Vorfeld diesem Spiel eine ganz eigene Überschrift gegeben. Er sagt, er möchte Leidenschaft, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Der Defensive erwartet er von seiner Mannschaft, dass sie kompakt stehen, dass sie mit Leidenschaft die Zweikämpfe verteidigen, um jeden Ball kämpfen. Und vielleicht schafft man es dann auch mal, den Fuß irgendwie dazwischen zu bekommen, sodass die Wolfsburgerinnen einfach in ihrem Aufbauspiel gestört werden. Und dann muss es schnell nach vorne gehen. Ein schnelles Umschaltspiel und dann die Chancen, die man bekommt, am Ende auch reinmachen. Denn die Hoffenheimerinnen, die haben sich zuletzt gute Chancen herausgespielt, aber am Abschluss sind sie dann so ein bisschen gescheitert. Von daher gilt es heute, die Chancen, die man bekommt gegen Wolfsburg, dann am Ende auch zu verwandeln. Ja, jetzt könnte man auch sagen, kennen die Vereine sich gegenseitig ganz gut. Also Stefan Lerch angesprochen, der ja die Wölfinnen eine Zeit lang trainiert hat. Aber es gibt ja auch einige Spielerinnen, die das Lager sozusagen gewechselt haben. Ja, es gibt gleich vier Wolfsburgerinnen, die zuletzt bei der TSG Hoffenheim gespielt haben. Chantal Hagel hat zuletzt nach Wolfsburg gewechselt. Die bekannteste mit Sicherheit Jule Brandt. Sie alle haben den Weg nach Wolfsburg gesucht, weil man da eben auch zur Nationalspielerin reifen kann. Gleich 10 Nationalspielerinnen spielen beim VfL Wolfsburg und sie sind Tabellenerster. Also man kann da eben auch ganz oben mitspielen. Das wird der Grund sein, warum viele dann eben nach Wolfsburg wechseln. Auf der anderen Seite kommen sie heute zurück zu ihrer alten Wirkungsstätte. Das ist für die Spielerin natürlich immer etwas ganz Besonderes, gegen die alten Kolleginnen zu spielen. Aber da legt man sich dann, glaube ich, auch so doppelt ins Zeug und möchte zeigen, was man kann. Von daher, die Wolfsburgerinnen, die werden heute alles in die Waagschale legen, um die TSG dann am Ende auch bezwingen zu können. Natürlich ist auch klar, dass so ein DFB-Pokalfinale, ich hoffe, das Bild ist eng gerade, doch, da bist du wieder, so ein DFB-Pokalfinale, das ist natürlich auch stärker beobachtet. Jetzt wird der nächste Spieltag in der Frauen-Bundesliga live kostenlos übertragen aufgrund des Weltfrauentags. Ist es jetzt ein schöner Move oder dann irgendwie auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Naja, ich glaube nicht, dass es nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Der DFB hatte zuletzt vermeldet, dass der Frauenfußball die dynamisch wachsendste Sportart in Deutschland ist. Vereine melden Rekordzahlen. Das hat auch zuletzt das DFB-Pokalfinale gezeigt. 40.000 sind da nach Köln gekommen, haben sich die Partie angeschaut. Also die gesellschaftliche Akzeptanz, die ist da. Das Interesse am Frauenfußball ist da. Auf der anderen Seite haben wir natürlich immer noch die Problematik beim Männerfußball. Wir sehen es, was da an Gehältern gezahlt wird. Das ist weit mehr als das, was wir im Frauenfußball sehen. Die höchste Ablösesumme, die da gezahlt wurde, waren 805.000. Zum Vergleich bei den Männern ist es Neymar, der 222 Millionen bekommen hat. Also da sprechen wir schon von ganz anderen Gehältern. Ja gut, das sind andere Dimensionen, aber ob die vernünftig sind, das steht auch wieder auf einem anderen Blatt Papier. Erstmal herzlichen Dank an dieser Stelle, Larissa Thomae.